It's a good time. Willkommen Leute zu einem neuen 3DS-Projekt von mir. Ja, ihr seht richtig, es ist Super Mario 3D Land oder 3D Land, wenn man so will. Ja, aber das Englische klingt allgemein cooler. Und ja, ich denke mal, alles Allgemeine und die Spielmechanik werde ich euch dann dabei erklären. Jetzt wollen wir erstmal eine neue Datei erstellen. So. Ach so, kann ich ein Mii auswählen? Ja, super. Hier seht ihr auch mal unsere wunderschönen Miis. Das sind noch ganz normale, ne? Aber spätestens bei Seite 3. So, ich hoffe, ich blende euch jetzt den Touchscreen ein, aber ja, wer fail, wer nicht, ne? So, hier könnt ihr unsere wunderschönen Miis bestaunen. Nichtsdestotrotz werde ich hier mal meinen normalen nähen. Und dann kann es auch schon losgehen. Die Datei wurde angelegt. Ein stürmischer Tag oder Nacht, besser gesagt. So, jetzt ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Oh, ein Brief. Was könnte da nur drin sein? Erschütternde Bilder. Bowser hat Peach entführt. Oh mein Gott. Die Überraschung ist bei den Mario-Charakteren natürlich groß. Bei uns natürlich genauso. Ganz klare Sache. So. Und damit wird man auch schon ins Spiel geworfen, würde ich mal sagen. So, hier sehen wir, hier können wir einmal die wunderschöne Levelkarte bestaunen. Und ja, auf jeden Fall wurde kurzfristig wohl Peach entführt. Die Story wurde noch mehr abgekürzt. Ja, aber wenigstens zeigt Bowser uns mal so ein Bild, ne? Ja, wenigstens der Beweis hier, dass er überhaupt Peach entführt hat. Er könnte ja lügen, ne? Würde natürlich überhaupt keinen Sinn machen, aber gut. So, wir sind jetzt schon im ersten Level. Das geht mir alles hier ziemlich flott. Ich wollte euch die Spielmechanik erklären, auch wenn ich nicht weiß, was es da groß zu erklären gibt. Ja, das Spiel ist in der Regel... Ja doch, es ist ziemlich einfach im Moment. Ja, jedenfalls noch. Also, um euch das Ganze mal näher zu bringen, wir befinden uns hier in einem... Ja, in einer Art 3D-Level auch. Wenn das alles trotzdem relativ linear ist, trotzdem hat man natürlich, ja, man hat die Möglichkeit nach vorne und zurück zu laufen, ganz klar, aber es erinnert halt an manchen Stellen doch sehr stark an ein 2D-Spiel. Vor allen Dingen ein Jump'n'Run, ja. Denn es, ja, Mario 3D Land ist so eine Art Mischung aus Mario Bros., sprich einem 2D-Jump'n'Run und einem 3D-Abenteuer. Gut, ein Abenteuer ist es jetzt nicht wirklich, aber wie gesagt, ist so eine Mischung. Aktuell haben wir schon das erste neue Item, nämlich den Tanuki. Da haben die Entwickler dann so getan, als hätten sie ein ganz neues Item kreiert, aber das gibt es schon. Ja, seit Mario Bros. 3, wenn ich mich nicht irre. Und ja. Ja, nichtsdestotrotz ist es cool, ne? Ja. Ist auch ein Let's Play, auf das ich mich lange gefreut habe. Ich weiß nicht, ob ich euch vielleicht den Touchscreen ab und an mal einblende. Vielleicht wäre es ganz nützlich, wenn man. Ja, sehen will, wo jetzt welches Starcoin ist. Vielleicht ist das aber auch ein bisschen unnötig. Ich weiß noch nicht, vielleicht. Ja, kommt auf meine Stimmung an. Wenn ich faul bin, dann lasse ich das lieber. Und wenn ich gerade denke, so, jetzt machst du was mal, um deine Qualität aufzubessern und so. Ja, dann denke ich mir wahrscheinlich, blende ich den ab und an mal ein. Aber nein, aber in der Regel ist es nicht so wichtig. Ihr seht dann halt unten die Starcoins und wo sie sich befinden. Ob wir jetzt die erste, zweite oder dritte Starcoin haben, whatever. Und halt ein großes Item, was man halt im Inventar hat, ja. Das Spiel hat auch ein Inventar. So, auf jeden Fall haben wir hier mal so eine, wie nennt man das? Ja, so eine Art statisches Fernglas. Hier können wir einmal die dritte Starcoin bewundern, denn wir haben schon die ersten zwei, ja. Und das geht sauflott. So, und ich glaube, wenn man in diesen, wenn man durch diese Fernröhren, nee, das war bestimmt die falsche Mehrzahl. Was habe ich gesagt? Durch die Ferngläser guckt, ist er meistens so ein Tod, der hier Aufmerksamkeit will, ja. Ist halt so. Und ja, warum spiele ich das jetzt und hier? Keine Ahnung, ich hatte halt Bock, ne? Also, es ist ein bisschen kompliziert. Ich hatte, ja, zuerst so zwei Alternativen, die ich auch gern gespielt hätte, aber nichtsdestotrotz hat sich dieses dann am Ende hier durchgesetzt, dieses Spiel. Und zwar dachte ich zuerst, ja, mach doch mal ein Diddy Kong Racing LP. Hatte ich auch auf jeden Fall Bock drauf.
Ja, aber ich weiß nicht, das hat Cornel ja gerade gemacht und ich bin der Meinung, dass viele, die hier zuschauen, vielleicht auch Cornel gucken. Ist jetzt so mein Gedanke. Vielleicht auch nicht, vielleicht kennt ihr den ja gar nicht, kann ja sein. Aber auf jeden Fall hat er gerade das LP beendet und ja, da wollte ich nicht gleich auch eins machen, ne? Habt ihr ja so zweimal das gleiche, für die, die ihn kennen und gucken und was weiß ich. So, der zweite Gedanke war eigentlich, dass ich Mario Galaxy 2, den ersten Teil spiele. Denn ja, den müsste ich mir zwar ausleihen, aber auf das Spiel hätte ich auch so viel Bock. Ist auch eines dieser besagten 3D-Abenteuer. So, hier haben wir einmal die Feuerblume, kennt ihr auch alle. So, nein, die hätte ich mal schießen lassen können, denn die wäre eigentlich ganz cool gewesen. Ist nämlich so ähnlich bei der Pflanze wie bei Mario Kart DS. Die schießt einem so mit Tinte voll. So wie diese, dieser Tintenfisch halt in Mario Bros. DS. Ungefähr so, und das sieht sogar richtig nice in 3D aus. Aber ich war bei was völlig anderem. Und mein Handy vibriert, dankeschön. Oh Gott, ich bin so gut. Ja, auf jeden Fall war erst ein Super Mario Galaxy 1 LP auch angedacht. Und das macht Volo ja gerade. Und ich bin der Meinung, als kleinerer LPer muss man sich schon ein bisschen eher daran richten, was die anderen gerade machen. Und ja, diese Spiele halt dann vermeiden. So, jetzt haben wir hier ein wunderschönes Münzspiel. Ja. Ich weiß nicht, gibt es auch so was los zu sagen zu der Spielmechanik? Ja, ich weiß es nicht. Ihr kennt es doch alle, ne? Und wenn nicht, man kann es sich denken, ne? Ganz herrlich. Ich weiß auch gar nicht, ob das die anderen LP ja auch so machen, dass sie euch das Spiel erklären. Habe ich gerade nicht im Kopf. Bei manchen Spielen ist es sicher sinnvoll, aber ich weiß nicht. Was will man hier groß erklären, ne? So, auf jeden Fall ist das hier auch ein Spiel, wo man nebenbei gut und gerne was anderes labern kann. Sprich, Off-Topic. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt ein pures Off-Topic-LP wird, denn es wird jetzt nicht so sein wie zum Beispiel bei Mario Kart 7, wo ich dann vorher irgendwelche Themen raussuche oder so. Entweder fällt mir vielleicht was ein oder nicht. Ja, es bietet sich auf jeden Fall an. Ja, also, ich sag jetzt auch nicht, ich gehe jetzt nicht mit der Einstellung in den Part, so, du musst jetzt reinstes Off-Topic bringen, sondern, ja, mal sehen, was kommt, ne? Ja, das ist generell eigentlich die bessere Einstellung, denke ich mal. Ich bin mir by the way auch gar nicht sicher, ob der Part heute am Mittwoch kommt oder erst morgen am Donnerstag. Wenn er am Donnerstag kommt, hätten wir am Mittwoch kein Video gemacht, ne? Ist eigentlich eine Sache, die eigentlich relativ unnötig ist, sich darüber zu unterhalten, ja. So, hier müssen wir übrigens immer goldene Fahnen holen. Und ja, ansonsten müssen wir das ganze Level nochmal spielen. Das werde ich dann offscreen machen, wenn der Fall entsteht, aber ansonsten möchte ich das eigentlich immer im ersten Versuch schaffen. Ist auch nicht allzu schwer. Na, auf jeden Fall wollte ich das Ganze schon gestern aufnehmen, aber oh, es kommt immer was. Ja, ich will nicht sagen, es kommt was dazwischen, aber ich habe immer so kleine Problemchen. Ja, aber gut, die beschwächen wir später. Was ich euch fragen wollte, ja, obwohl erkläre ich erstmal hier die Rätselbox, die wird hier schon alleine vorgestellt, aber ich möchte natürlich auch noch was dazu sagen. Willkommen in der Rätselbox. Sammle alle Items auf, bevor die Zeit abläuft. Mit etwas Glück ist vielleicht sogar eine Sternmünze dabei. Und los! Das ist jetzt ziemlich schwer. Ja. Ich hab's geschafft. Ja, ich glaube, es ist jedes Mal eine Sternmünze dabei, wenn man die Rätselbox schafft. Und ja, da sind wir auch bei einem weiteren Punkt des Spiels, und zwar... Oh, hast du die Sternmedaille erwischt? Wenn du Streetpass verwendest, werden gespielte Rätselboxen zusammen mit deinem Mii und anderen Spielern gesendet. Du kannst ebenso neue Rätselboxen von anderen Spielern per Streetpass erhalten. Bis zur nächsten Rätselbox. Ja. Und zwar gibt es in diesem Spiel unendlich Starcoins, ja. Natürlich kann man nicht jedes Mal aufs Neue in ein Level gehen und da alle Starcoins sammeln, sondern... Ist damit nur diese Rätselbox gemeint, da die werden nämlich ständig irgendwie erneuert und dann, ja, kann man sich immer wieder mit neuen Sternmünzen versorgen. Wir werden die auch brauchen, ja. Eigentlich aber nur die, die wir in den Leveln auch sammeln werden. Denn ich komme da schon gleich zum nächsten Punkt, und zwar, ja, bin ich am Überlegen, es gibt hier in dem Spiel sowas wie ein Luigi-Run, ja. Also ich will zwar nicht zu sehr spoilern, aber es gibt 16 Welten, 8 normale und 8 Spezialwelten. Ich weiß, das wussten eh schon alle. Und ja, die Frage ist jetzt... ja gut. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass es eine Art Luigi-Run gibt. Heißt also, man kann jedes einzelne Level, alle 16 Welten,
Nochmal mit Luigi spielen. Ja, das ist im Prinzip genau das gleiche, aber das muss man machen, um die 100% zu erreichen. Und ja, da wäre natürlich meine Frage, ob ihr das sehen wollt. Ich meine, das könnte ein bisschen langweilig werden, denn wir werden alle Level 2 mal spielen. Und ich weiß auch nicht, ob ich das kommentartechnisch so gut hinkriege, dass ich, ja, man muss halt da voll die Kommentarskills haben, wenn man das kann oder können möchte. Denn man kann da wenig aufs Spiel eingehen, ja. Und dann ist natürlich die Frage, was wollen die Leute sehen? Also ich würde mich da ganz nach euch richten, denn ja, natürlich hätte ich Bock, das Spiel auch zweimal durchzuspielen. Das ist auf jeden Fall ein geiles Spiel. Und ja, deshalb würde ich da sagen, schreibt ihr jetzt genau jetzt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr das Spiel so gesehen zweimal sehen wollt oder nur einmal, ja. Hängt ganz von euch ab, also ihr müsst aktiv werden, ja. Das ist ja auch voll die coole Art, um seine Zuschauer mit einzubinden. Ja. So, und mein Handy vibriert nochmal. Super. Ich hoffe, das hört man nicht so laut, aber... Ja gut, Vibration hört man in der Regel auch nicht so gut, aber... Es ist jetzt so, das liegt so auf dem Tisch und da wackelt der ganze Tisch immer so mit so... Da weiß ich jetzt nicht ganz genau. Außerdem muss ich generell mal auf meine Audiospur gucken, denn... Ja, mein Mikro... Ihr wisst vielleicht Bescheid. Wer die Zelda-Parts geguckt hat, weiß es vielleicht. Mein Mikro hat da den Geist aufgegeben. Danach hat es wieder funktioniert, dachte ich... Aber es scheint irgendwie so eine Art Wackelkontakt zu sein, dass es ab und an mal so ja, sich denkt, ja, jetzt funktioniere ich mal und jetzt habe ich keinen Bock drauf. Jetzt habe ich keinen Bock drauf. Zum Beispiel gestern, da wollte ich das LP eigentlich anfangen, an meinem Dienstag. Ja, was heißt an meinem Dienstag? Am Dienstag. Und, ja. Ich hatte es getestet, es hat da großartig funktioniert, ich schmeiß die Aufnahme an und auf einmal hört man nur noch... Ja, das ist halt extrem nervig und ich will jetzt auch nicht mehr auf dieses andere Mikrofon zurückgreifen, was ich hier auch in Zelda benutzt hatte, weil die Audioqualität war scheiße. Das habe ich dann nach den 3 Parts, die ich by the way am Stück aufgenommen hatte, auch bemerkt. Nee, das möchte ich nicht noch einmal machen. Denn, ja, ich bin halt unzufrieden. Ich möchte halt doch einen qualitativ hochwertigen Standard haben und den vor allen Dingen beibehalten. Auch wenn wir nehmen ja mit einem 10-Euro-Mikrofon auf, ist einfach so, aber dieses Mikrofon ist einfach extrem gut. Ja. So, ich muss noch überlegen, ob ich noch irgendwas sagen wollte. Ich habe das hier ein bisschen verpeilt mit Erklären und so. Also das hier ist auf jeden Fall unsere Oberwelt. Ziemlich linear für ein 3D-Spiel, aber wie gesagt, es ist ja kein richtiges 3D-Spiel, sondern so eine Art Mischung. Insofern haben wir auch eine lineare Weltenkarte. Lineare, so. Ich spreche gerade ein bisschen komisch, fällt mir auf. Und ja, da kann man vom einem Level zum anderen. Halte ich nicht besonders viel von, denn zum Beispiel bei Mario Bros. Teilen hat man ja auch manchmal die Auswahl zwischen zwei Welten. Naja, aber ich denke, darauf werden wir später zu sprechen kommen. Jetzt erstmal möchte ich mich vielleicht nochmal mit neuen Objekten und so beschäftigen. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht uninteressant für euch ist, weil, ja, die meisten würden das Spiel kennen, aber für die, die es nicht kennen, ist es vielleicht sehr informativ und lehrreich, ja. Bei Mario-Spielen muss man auch immer fleißig lernen, ganz klare Sache. So, auf jeden Fall haben wir so eine Art Plattform. Ihr seht ja von selbst, was sie bewirkt. Stellen wir uns auf die eine Seite, bewegen wir uns nach vorne, gehen wir auf die andere Seite zurück. Ja, ist nicht ganz so einfach zu kontrollieren, gerade weil das immer so einen kurzen Moment braucht, bis es reagiert. Aber jetzt bei der, wie soll man das nennen? Bei der Abstiege, das war wahrscheinlich das falscheste Wort, was man nehmen könnte, geht es natürlich nur in eine Richtung, so. Auf jeden Fall hier gibt es natürlich auch Mittelfahren, wie bei Mario Bros. Und diversen anderen Spielen auch. Boah, bei manchen Stellen kann man sich mit dem Tanuki so ein bisschen hocharbeiten. Kann man das hier auch? Ja, kann man. Juhu, bin voll in der Secret Area. Ich bin so cool. Ja. So. So viel dazu. Da unten sehe ich schon die nächste Sternmünze. Ja. Die Level sind ziemlich kurz, muss ich sagen. Ja. Das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt. Ja, aber... Ja, das war gut. Das war definitiv gut. Aber das ist ja generell bei... Ja, bei Mario Bros. Sind die Level eigentlich meistens auch kurz. Insofern kann man das eigentlich ganz gut mit dem Spiel vergleichen. Tja,
ich habe schon am Anfang gesagt, das Spiel ist wunderschön. Das ist wirklich geil, ne? Aber, ja, ich weiß nicht. Immer wenn ich das spiele, denke ich daran, ja, du könntest theoretisch genauso gut ein 3D-Abenteuer haben können, ja. Ist einfach so. Ich meine, das feiere ich noch ein bisschen mehr ab, dass man sich wirklich überall frei bewegen kann. Am besten so wie bei Mario 64, ja. Werden euch wahrscheinlich schon viele gesagt haben, dass sie dieses Spielsystem bevorzugen. Jetzt ist es bei Mario 64 so, dass ich auch vor allen Dingen mit der DS-Version zu tun hatte, ja. Also ich habe natürlich nicht die N64-Version zu Release oder so gespielt. Höchstens auf dem Emulator, aber ja, ihr kennt ja schon mich. Ihr kennt ja schon mich. Guter Satzbau, aber ihr kennt mich ja und ja, ich bin eher in der Generation GBA DS, wenn man das so sagen kann. Auch wenn ich einer bin, der relativ spät mit Zocken angefangen hat. Ja gut. Nee, das kann man auch nicht sagen. Ich habe mit 4-5 Jahren vielleicht so PC-Spiele gespielt. Das waren meistens nur Lernspiele. Aber ja, meinen ersten GBA habe ich, glaube ich, da war ich 6,5 so. Und habe es zu Weihnachten bekommen, ja. Das war ziemlich cool. Haben mich auch schon viele Leute gefragt, was denn mein erster Kontakt mit Videospielen sei. Und das habe ich euch jetzt mal in der Kurzfassung gebracht. Und ich merke schon, der erste Part ist vorbei. Ja, denn ich möchte die Parts relativ kurz halten bei dem Spiel. Liegt vielleicht heute darauf, vielleicht auch daran, dass ich den Part vielleicht heute noch bringen soll. Denn ansonsten würde heute kein Video kommen und ja, finde ich nicht so gut. Auf jeden Fall werden wir dann im nächsten Part weitermachen. Was steht denn an? Ein Pilzhaus. Ja gut. Und natürlich auch gleich das benachbarte Castle. Wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich im nächsten Part. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis denne.